Wir spielen zusammen. Moin Moin! Hier ist das Zweikampfsofa und wir spielen Borderlands. Ich sag's schon wieder. Black Ops Nummer 3 und im Koop und im... Jemand zu Hause? Hallo, Gehirn. Jemand da? Ich bin echt taub, glaube ich, oder so. Das ist voll in meine Ohr reingebrüllt. Wir kommen jetzt wieder in die Heimatbasis. Ich habe nur 69. Oh, ich habe für die Dredge noch einen Schaft und was ist LV? LV habe ich irgendwas auch. Ich glaube, ein Visier. Stimmt. Ein Visier. Ich hab die Dingo freigeschaltet. Ein Visier. Schaft LV habe ich auch, genau, ja. Oh. 123, ey, meine Fresse, ey. Alter. Und diesmal sind wir sogar gleich drauf gegangen. Zumindest wiederbelebungstechnisch. Was ist denn lahmgelegt? Lahmgelegt. Was ist lahmgelegt? Wo siehst du lahmgelegt? Ja, das ist C4. Ja, auf dem Boden gelegen und wiederbelebt worden. Und nee. Du hast einmal auf dem Boden gelegen und wurdest nicht wiederbelebt, weil das ja die Cutscene war. Das macht keinen Sinn. Doch. Das macht auch gar keinen Sinn. Oh, eine neue Heimatbasis. Guck mal hier, das ist ja leicht ägyptisch aus. Er wird gleich wieder reden bei mir, wetten? Bei mir nicht. Sagt gleich. Ich liebe dich. Ich muss dir unbedingt etwas sagen. Wo ist Hendrix? Er schläft. Ich mache eine DNA-Diagnose bei ihm. Kann ich dir vertrauen? Kann ich dir vertrauen? Ich werde dir die Wahrheit sagen. Als Taylors Team das Geheimprojekt entdeckte, wollten sie damit an die Öffentlichkeit gehen. Dieses Risiko konnte die CIA nicht eingehen. Sie wurden zurückbeordert, um sie zum Schweigen zu bringen. Taylor spricht noch mit uns, obwohl wir abgetaucht sind. Wie ist das möglich? Ich glaube, sein DNI wurde beschädigt. Darum konnten wir sein Team nicht ausfindig machen. Aber wir können den Doktor aufspüren. Genau, den Doktor. Den Doktor. Ja, irgendwie, man weiß nicht, ob das jetzt zu Ende ist dann mit dem Labern. Also, ich habe ein paar neue Helme gefunden, nebenbei gesagt. Du hast Helme gefunden. Also, ist auch nicht schön. Also, Schrotflinte? Braucht man echt eine Schrotflinte? Nein, ich glaube, Schrotflinte ist jetzt so dermaßen überwertet. Also, bei dem Game jedenfalls. Man kann da viel Spaß mit haben, aber... Spaß mit Schrotflinten. Der Spaß mit Schrotflinten, genau. Ich nehme mal hier ein neues Outfit. Mein Gender bleibt Gender, genau. Ich bleib ein Mann. Ich hab einen Schaft. Ey, Alter, ein Schaft ist so knallhart. Yeah. Wie geht's? Was sag ich da? Schaft, ein schnelles Magazin. Vollmantel habe ich noch nicht. Ein Abschossrad. Es braucht nee, so tierisch lange. Das habe ich auch noch nicht gekauft. Ich habe eine Pistole. Nutzt du sowas? Nö. Aber jetzt nehme ich den Werfer endlich mal mit hier. Der Werfer. Der Werfer. Ach, schon die Sekundärwaffe rausschmeißen, meinst du? Kann man mal ab und zu mal lustige Spaß mit haben. Obwohl ich tausche die immer aus gegen die Waffe, die ich gefunden finde. Also. Nein. Ich kann mich mit dieser Waffe nicht anfreunden. Hallo? Ich würde den jetzt gerne noch einmal aufpimpen, aber brauche ich da mehr als einen Punkt? Wo steht das, wie viele Punkte ich brauche, um den aufzupimpen? Ja, alles kostet einen Punkt. Ja, aber ich habe noch einen und wie pumpe ich den jetzt auf? Weil wenn ich ihn jetzt auswähle, bin ich da wieder zurück? Nein, das stimmt da gerade. X. Drücken Sie X, um die... Was mache ich? Also Quatsch. Ich X. Nein, Blödsinn, verlesen. Aufrüsten. Dreieck. Ah, da. Ah. Ich fand die Dingo irgendwie cooler. Dann nimm die Dingo. Aber dann ist sie wieder auf Stufe 1. Ja, das ist richtig. Mann, ey. Und ich muss sie freischalten zuerst. Na, Mama, komm. Und, was? Dingo. Ja, nimm ich. Wieder. Da und... Ich habe sowieso keine Fertigungspunkte mehr. Insofern, ich bin schon sowas von durch mit dem Thema. Der Griff... Jetzt gucken wir noch mal eben, was die anderen fällt. Also dieses Controller habe ich irgendwie gar nichts ausgerüstet. Das ist irgendwie, hier könnte ich noch... Du hast nicht mehr geschossen. Sie ist immer noch Level 1. Sie ist Level 1. Sie ist Level 1. So, ich bin Level fertig. Ja, weißt du was? So. Das dauert zu lange jetzt, glaube ich. Ich starte. Ja,
Ich starte. Genau. Wo bist du überhaupt? Da. Tschüss. Da ist die Tür. Hier kann man übrigens noch Informationen zum nächsten Missionen abrufen, um dann zu entscheiden, welche Waffen man sich auswählt. Auf gar keinen Fall. Der innere Dämon. Retten Sie Dr. Dämon. Dämon? Spricht man Dämon so? Dämon. Dämlich in deinem Dämlich. Fall. Dämlich. Was ist das? Was ist das? Hendrix. Seine Diagnose zeigt einige Unregelmäßigkeiten. Oh. Vielleicht nur ein Kalibrierungsproblem, aber ich will es nicht ignorieren. Vor allem nach seinen letzten Ausbrüchen. Du weißt, wovon ich rede. Deshalb hast du ihm auch nichts vom Sender erzählt, den du Salim angesteckt hast. Wir planen gerade einen Angriff an der Seite der ägyptischen Armee. Wie sorgen wir dafür, dass sein Kopf klar bleibt? Ich kann die Medikation ferndosieren. Oder hinhauen. Aber er darf auf keinen Fall gefährden, dass wir Taylor erwischen. Dazu kommt es nicht, Kane. Dafür sorge ich. Ist dann der Ritter Medikamente fern reingedrückt, ohne dass es weiß. So. Geil. Lalalala. Oh, ich fühle mich so. Oh, ich finde mich so stark. Oder so, ja. Oh, ich habe Jager gekriegt. Schön. Toll, aber keine Frau in der Nähe. Brrr. Commander, kommen Sie mal her. Warum? Ägyptische Verbündete in Position. Sie haben das Gebäude umstellt. Erwarten grünes Licht. Scheiße. Kane! Das Signal vom Doktor ist weg. Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, er ist tot. Oder so gut wie. Khalil, halt deine Männer in Position. Wir sind im Landeanflug. Wir sichern die Botschaft. Wartet auf unser Zeichen. ETF. Ich wusste es. Upsi. Ist ein Freund, oder? Nein, bestimmt nicht. Bumpelbumpelbums. Das war ein böser Endgegner. Woher weißt du das? Weil das die Tante war. Glaube ich. Ja. Hier liegen Raketenwerfer rum. Stimmt. Aua, aua, aua. Einmal draufhalten. Ah, oh, bin tot. Da, wo es leuchtet. Genau. Du musst dahin, um mich zu retten. Das macht kein anderer. Bin ja auf dem Weg. Reload. Achtung, Paul auf erhöhter Position. Was sagt er? Fallout? Was brenne ich denn jetzt? Achso, man soll sich nicht ins Feuer stellen. Ich bräuchte irgendwie eine Moonkiste irgendwo. Ja, ich weiß auch, ich suche auch gerade. Ah, da renne irgendwie. Hier ist ein kleines Pack nur. Ja, reicht aber. Das sind gute Drohnen, ja, gute Drohnen. Die haben andere Farben. Ist abgehauen, oder? Ich hab sie ja schon. Was ist denn bumst? Sacheln? Ah! Reload. Au, 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 au. Au! Ja, ich arbeite dran. Hier mein Magazin, nur für dich. La, la, la. Der Schilde? Ich bin ja dabei. Tja. Ich hol dir einen runter, komm her. Nicht auf mich schießen. Arschloch. Ich liege. Da ist Moon. Du liegst? Wieso liegst du schon wieder? Ja, was soll ich jetzt tun? Auf sie. Nicht. Ich muss sie verbinden. Nein, du musst mich verbinden. Ich extrahiere erstmal. Was macht er jetzt? So gehen wir jetzt also vor? Ja. Töten unsere Leute, weil sie eine Verschwörung aufgedeckt haben? Ja. Du weißt nicht, was das auslöst. Ich weiß. Und es tut mir leid. Fahrstuhlmusik? Scanning. Systemfailure. Das ist schlecht. Was ist los? Kane! Hendrix! Okay, ich gehe mal zum leuchtenden Baum, würde ich sagen. Dass ich wieder lebe, ist ja
Ja, ist cool, ne? Ich weiß genau, über was ich tun muss, um dich wieder zu bringen. Zum nächsten Leuchtenbaum. Ich fürchte, Sie verkennen die Lage und verstehen nicht, was ich Ihnen sage. Ist das ein Baby? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Wie krank ist das? Kann ich springen. Bitte. Hören Sie mir doch zu. Zum Informationsaustausch gehören zwei Sachen. Wenn Sie die Überwachung durch Menschen streichen, lässt sich unser Einfluss nicht mehr kontrollieren. Wieso willst du springen? Was hast du mir angetan? Ich mag es. Ich wollte mich mit deinem DNI verbinden, aber etwas lief schief. Hörst du mich? Warte mal eben. Okay. Ich soll es aufheben. Ja, mach. Was zur... Das kann nicht wahr sein. Kane, ist das... Kannst du mich hören? Siehst du das? Sag doch was! Bitte! Hä? Oh, Grusel. Hä? Haben Sie künstliche Babys erzeugt oder was soll mir das jetzt sagen? Das geheime Projekt. Ah. Dieser Tag ist bevor der ganze Ort explodiert. Bevor 300.000 Menschen sterben. Dort wurde ich geboren. Ein kurzer Moment der Qual. Dann. Dunkelheit. Wer spricht da? Hier hat alles angefangen. Das Gas. Ihre Experimente haben eine chemische Substanz freigesetzt. Sarah? Diese Stimme, erkennst du sie? Zeitraffer. Ich erinnere mich, aber es ist fast wie ein Traum. Ein Traum von jemand anderem. Erzähl mir, woran du dich erinnerst. Die CIA schickte uns los zur Überprüfung eines Alarms unter der alten Coalescence-Anlage. Jemand hatte die Immortals wohl gewarnt. Check den Raum. Sicher. Verdammte menschliche Testsubjekte. Toll. Das verstößt gegen alle ethischen Grundsätze dieses Landes. Das brauche ich jetzt. Hall, Meldung. Auf zur Immortalsjagd. Was? Wir wussten, dass wir gerade über ein CIA-Programm stolperten, das jahrelang begraben war. Und dieses Programm führte höchstwahrscheinlich direkt zum Singapur-Desaster. Wir berichteten und wurden zur Geheimstation zurückbeordert. Ladescreen. Ich habe Hoffnung. Okay, du weißt, wie es läuft. Sichere das Gebiet. Ich hole alle sensiblen Daten von ihren Servern. Haben wir das schon mal? Oh. Taylor, alles klar? Ja. Ich habe ein paar Störungen in meiner Optik. Okay. Ich helfe dir beim Kalibrieren. Ach ja. Sarah! Kannst du mich hören? Ich weiß, was das ist. Das ist Bastania. Ich habe es in der Akademie studiert. In meiner Abschlussarbeit damals war es eines der größten Beispiele militärischer Tapferkeit.
Einer dieser Kämpfe, der dir zeigt, woraus du gemacht bist und wer du bist. Ich habe davon geträumt. Folge mir. Ich zeige dir, was ich meine. Muss ich was tun? Laufen wahrscheinlich. Willkommen in Vastoni. Und jetzt beweg deinen Arsch an die Front. Ist das möglich? Die Gegner killen. Die hier? Ja, so ein paar halt. Ein paar? Machen wir das Ding an. Weißt du, wie viele das sind, ey? Metzel. Die platzen wieder so schön. Das ich liege vor allem so schön wieder. Diese Anfang. Ich liege so schön. Ach, du liegst wieder so schön. Achso. Wo denn? Ach, da hinten. Ich wollte nicht auf den Raketenwerfer wechseln, aber ist schon witzig. Nicht den Raketen. Habe ich keine andere Waffe als ein Raketenwerfer? Achso, ich habe als Zweitwaffe nur den Raketenwerfer. Ich kapiere. Genau. Geh mal aus diesem roten Bereich da raus. Du bist witzig. Ich, egal wo ich hinlaufe, ich liege wieder. Ich komme ja nicht mal weg, ohne gekillt zu werden. Ich will nur aus diesem Bereich weg. Ich hasse diesen roten Fußboden. Hasse ich. Diese Optik, geh weg. Kannst du mir nicht mal helfen? Du bist auch tot. Mhm. Das ist doch Aua. Müll. 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 So, beide links oder beide rechts? Schwarm. Erstmal Schwarm. Ach ja, können wir nicht. Wie war das nochmal? So. Den kann ich nicht killen, warum auch immer. Handgranate ist klar. Das muss eine Illusion sein. Das muss es sein. Nein, das ist doch keine Illusion. Wo bist du? Wir sind alle echt. Ich renne von rechts nach links und von der Mitte zur Seite. Da entstehen neue Leute einfach, wie geil. Wo bist du? Wo bist du? Ach, geh mal drauf, dann weiß ich, wo du bist. Eine Stabgranate, geil. Wie doof. Hey, wer schießt? So, mein Schwarm hat sie weggekillt, das finde ich schon gut. Ja, er britzelt immer noch. Ich laufe eben dieser Tante hinterher. Wo bist du? Geil. Beantworte meine Frage. Beantworte meine Frage. Ich bin immer noch hier. Was soll ich sagen? Ich bin hier. Was soll ich dazu sagen? Das hilft mir nicht. Hilf mir, dich zu finden. Ah, oh, cool. Bin tot. Dann weiß ich zumindest jetzt, wo du bist. Hab dich hüpfen sehen. Ich sehe keinen Gegner. Den da vielleicht? Das sehe ich ja nicht. Warum nicht? Warum siehst du den nicht? Bist du blind? Stand doch direkt hinter dir. Das ist Details. Details. Weg da. Hast du eine Munitionskiste mal gesehen oder so? Ja, zwischendurch. Die entstehen auf einmal so. Deswegen bin ich auch drauf gegangen, weil die siehst du vorher halt nicht. Ist ja geil, ey. Ah, sowas hier zum Beispiel. Plups. Das ist einer von meinen. Dumm gelaufen. Jo. Wer schießt denn da? Leute, Dudes. Da oben. Du zuerst. Und du da oben auch. Oh, das ist ein MG-Nest oder sowas. Keine Ahnung. Ach, du hast die wieder eingenebelt. Hier ist was zum Aufheben. Yo. Hast du? Nein, jetzt. Da. Ich hab's. Und hier ist auch eine Munitionskiste, eine richtig vernünftige ey, sogar. Ey. Granate. Ich kann durch das Zelt nicht durchschießen. Ich kann durch das Zelt nicht durchschießen. Warum sind wir hier, Sarah? Back. Das Licht ist aus. So viel Leid, so viel Schmerz. Es waren nicht nur die feindlichen Soldaten.
Ich will auch so fliegen wie sie. Ja, das ist eigentlich kacke, ne? Was man will und was man kriegt. Abgrund. Na, Spaß. Habe ich eine Zweitwaffe hier? Ne, habe ich nicht. Shit. So. Komm, Leute. Macht euch nicht lächerlich. Neben dir ist einer. Hey, ja. Die entstehen gerade, wenn ich da runterkomme. Der stand da vorher schon, aber du hast es nicht gesehen. Du hast es einfach nicht gesehen. So, du auch. Ey, das sind richtig viele, ne? Also ich kann es ja nicht anders sagen, aber... Du kannst es nicht anders sagen, doch du könntest sagen, es sind total wenig. Üb mal, das sind total wenig. Ach, das sind total viel. Ach, siehst du, ja wieder falsch gesagt. Ey, was ist denn mit dem Boden los? Hallo? Ich sag doch, das nervt. Hättest du auch darüber hüpfen können? Hast du auch darüber... Was sag ich denn da? Bist du? Wieso schieße ich auf dich? Das macht keinen Sinn. Was verdammt war das? Die Schreckenswölfe. Zuerst fielen sie nur über Verwundete hier. Da liegt noch irgendwas zum Aufheben. Können wir mal aufhören? Hier so aufheben, danke. Jo. Hab's. Hast's. Hab's. Munitioner. Wieso sind diese Kackwölfe? Wieso sind die immer hinter mir? Die Schattenbums, keine Ahnung, Wölfe. Ja, aber immer hinter mir. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Alter, sind das viel. Ja, gar nicht. Wow. Noch einer. Guck mal. Du weißt, dass die auch ziemlich groß sind, ne? Also das ist ein bisschen unnatürlich. Was sagt er? Hinter uns? Jo. Einen vereisten Halt vor. Ach, das war das mit dem vereisten Wald. Mhm. Also ich glaube ja, da ist eine künstliche Intelligenz entstanden. Ja, das sehe ich auch so. Die jetzt alle irgendwie töten will. Menschen als Virus identifiziert und platt machen. Irgendwie so. Wie immer also. Ja, ich glaube auch. Story ist nicht so neu. Wer war diese Stimme? Hast du sie schon mal gehört? Warte. Deine Verbindung per DNI. Du wusstest, was sie mit mir machen würde. Du lagst im Sterben, Sarah. Ich hatte keine Wahl. Im Sterben? Konzentrier dich. Erinner dich. Was ist in der Geheimstation passiert? Und tschüss. Hey. Ein Krater, wir, The Stone. Du bist ja mutig. Ich habe den Doppelsprung. Haha, bin da. Und du? Wer hinter dir? Wahnsinn. Halt. Was? Nee, war nichts. Halt, war nichts. Ich gehe zum Licht. Geh nicht ins Licht. Oh! Dass die geopolitische Landschaft gefährden und das Winslow-Abkommen scheitern lassen würde. Wir hätten wissen müssen, warum man uns zurückrief. Man konnte uns nicht trauen. Zu viel Risiko. Wenn man ein Geheimnis begraben will, liegt es oft neben dem, der es bewahrt hat. Dafür, dass sie stirbt, sieht sie noch gut aus. Sie Hypnose durchführen müssten, aber das war gelogen. Sie wollten uns bloß terminieren. Aber als wir dort ankamen, war das Personal schon tot. In Stücke geschnitten vom Vollstrecker der 54i mit Namen Jay Jean. Wir wussten, ey, dass sie uns jagen würden. Uns blieb nur die Wahl, einen Handel mit den Immortals einzugehen und Singapur zu verlassen. So ist das nicht gewesen, Sarah. Wir haben die Aufnahmen angesehen. Du warst es. Du hast sie kaltblütig abgeschlachtet und es aussehen lassen wie ein Ritualmord. Du hast ihre Wiedergeburt verhindert. So wie Jason. Warum?
Ach, ich bin ja hier. Sie sagt nichts. Warum? Oh. Decke ist weg. Ach was. Ey, Marker. Warum glaubst du, bist du hier? Was ist so wichtig an diesem Kampf? Warum hast du davon geträumt? Ich habe es immer wieder im Kopf durchgespielt. Ich wusste, ich war nicht stark genug für diesen Kampf und auch nicht mutig genug. Als ich das schrieb, hatte ich nicht mal einen Kampf miterlebt. Ich habe aus erster Hand gelesen, was sie durchgemacht haben, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie sie durchhielten. Manchmal muss man durchhalten. Und manchmal loslassen. Das ist der Weg, den ich gehen muss. Mama. Den wir gehen müssen. Okay, sie bewegen sich nicht. Da sind nämlich schon Gegner direkt vor uns. Ja, das ist doch ganz cool, oder? Ich weiß ja nicht. Skript halt, ne? Alter Schwede. Gut. Story kämpfen, Story, 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 Story kämpfen, komische Story kämpfen. Kampfstory. Kampfstory. Das war Call of Duty Black ich Ops. Ich hab keine Ahnung, wo es hier geht. Im Koop. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, die vielleicht mehr Klarheit bringt. Wuhu. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.